Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Zuschauer, ich nehme euch heute auf eine Trail-Scouting-Tour mit, die ich mit Komoot geplant habe. Und eigentlich befinden sich die Trails auf so 8 bis 10 Kilometern, also in einer Tour von 8 bis 10 Kilometern. Aber das war mir jetzt zu blöd, da mit dem Auto extra hinzufahren. Und ich wollte mir daraus lieber eine Challenge machen und von zu Hause aus starten. Und von zu Hause bis zu diesen Trails sind es, beziehungsweise die ganze Tour wird jetzt knapp 62 Kilometer gehen. Ich werde 1500 Höhenmeter bewältigen müssen und wie ihr im Hintergrund seht, fahre ich heute mit meinem Specialized Stump Jumper Biobike auf Mullet umgebaut. Und genau, das ist mein Lieblingsbike. Das Bike wiegt 15 Kilo, aber mit der vollen Wasserflasche und Swatbag vollgepackt mit Werkzeug und allem, was ich brauche, wiegt das Bike jetzt, so wie das da steht, 16 Kilo. Und ich habe auch noch einen Rucksack dabei, den ich vollgepackt habe mit Wasser. Diese Trails, die ich abchecken möchte, ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich Fahrrad fahren kann, weil die sind mit der Single Trail Skala S3, S4 und S5 ausgezeichnet. Wenn ihr die Single Trail Skala nicht kennt, die geht von S0 bis S5 und einfacher Forstweg, der ist S1 oder S0, kommt drauf an. S2 sind so die meisten Trails, als Beispiel Emser Bikepark wird als S2 ausgeschildert. S3 ist dann schon recht schwierig, S4 ist schon fast umfahrbar und S5 ist nicht mehr fahrbar mit dem Fahrrad. Und ja, ich bin gespannt, was das für Trails da sind, aber es geht halt nicht nur ums Fahrradfahren, sondern einfach ein bisschen Natur erleben. Und ich möchte euch gerade mal hier die Tourendetails einblenden, weil das ist schon sehr, sehr spannend. Und zwar seht ihr hier, enthält sehr gefährliche Abschnitte, insgesamt 655 Meter, enthält einen Abschnitt, der gefährlich sein kann, insgesamt 454 Meter. Auf Teilen dieser Route ist das Radfahren verboten. Okay, da muss ich tragen oder schieben, was auch immer. Die Wegoberfläche an manchen Stellen ist möglicherweise ungeeignet auf über 1 Kilometer. Enthält einen sehr steilen Anstieg. Okay, das könnte aber auch hier irgendwo unterwegs sein oder ich muss irgendwo einen Trail hochschieben. Das könnte sein, obwohl ich es extra so geplant habe, dass es nicht so ist. Und enthält Abschnitte, die über Stufen nach oben oder unten führen. Wahrscheinlich dann nach unten. Die Wegtypen: Single Trail 5 Kilometer, Weg 43 Kilometer, das sind so Forstwege. Fahrradweg 650 Meter, Nebenstraße 8,5 Kilometer, Straße 3 Kilometer und Bundesstraße 1,5 Kilometer. Dann hier die Oberflächen, alpines Gelände, naturbelassen, loser Untergrund. Loser Untergrund ist halt hier die ganze Zeit der Schotterweg. Okay, jetzt kommt Schotter, ist der Schotterweg. Wow, okay, was heißt dann loser Untergrund? Ist dann nicht Schotter, sondern wahrscheinlich ist ein Ackerweg oder was ist das dann? Keine Ahnung, 31 Kilometer. Aber das ist halt auch gerade das Anstrengende daran, an dieser Tour. 60 Kilometer, okay. Würde man davon 40 Kilometer über einen Fahrradweg fahren, so wie ich es schon mal bei einer Tour nach Koblenz gemacht habe, ist das eine Sache. Aber wenn du komplett durch den Wald fährst, beziehungsweise auf so Forstwegen oder Ackerwegen, ist das schon mal eine ganz andere Nummer. Ihr seht, Distanz zum Ziel 35 Kilometer, aber das ist halt bis nach Hause. Es ist jetzt 14 Uhr, ich bin um 10.30 Uhr ungefähr gestartet. Geschätzte Ankunftszeit ist 17 Uhr, aber als ich berghoch gefahren bin, hat der Fahrradcomputer auch mal gesagt 20 Uhr. Ne? Also es wird immer danach berechnet, wie schnell man sich bewegt. Und ich schätze, dass es halt heute so 18, 19 Uhr wird, weil die Wege nachher will ich nicht unterschätzen mit S5. Es kann sein, dass ich sehr viel schieben und tragen muss. Es geht jetzt für mich noch ein bisschen weiter runter. Und wenn ich gleich auf dem ersten Trail bin, dann sehen wir uns auch schon im nächsten Clip. Okay. So. Dämpfer auf und ich bin heute alleine unterwegs, ich will nichts riskieren und kneif jetzt mal und schau mir das erstmal an, weil hier, das ist schon sehr, sehr steil und wenn ich hier diese Kurve nicht schaffe,
Und dann gibt es einen Abflug da hinten ins Gebüsch. Nochmal lieber safe runter. Boah! Okay, das ist heftig. Oh, das ist wahrscheinlich ein Aussichtspunkt. Da klettere ich mal hoch. S5 ist S5, da ist mit dem Fahrrad nicht so toll. Und jetzt auch der Punkt, wo ich sagen muss, dass das hier wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Ich habe jetzt aber eh keine andere Möglichkeit. Hochklettern muss ich eh wieder. Aber solche Leitern mit dem Fahrrad hoch, ohne Seil, alleine, sehr gefährlich. Ich mache das jetzt. Und wenn ihr irgendwann in diese Situation kommen solltet, was ich nicht hoffe, mein Video sollte ein Beispiel für euch dafür sein, wie man es nicht machen sollte, dann einen Tipp, wenn man da hochklettert, man hat ja jetzt nur eine Hand frei, mit der anderen Hand hält man das Bike fest und man muss immer mit dem Gewicht an der Leiter dranbleiben, weil wenn man in dem Moment, wo man umgreift, besteht die Gefahr, dass man nach hinten fällt und das ist sehr, sehr gefährlich. Das hier heute hat auch gar nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun. Also ich nehme mein Fahrrad jetzt sicher irgendwo in den Griff und gehe ganz langsam hoch und beim Umgreifen lehne ich mich ganz nah an die Leiter, so dass ich nicht nach hinten kippen kann. Aber Leute, echt, ihr solltet nicht in diese Situation kommen, so hatte ich das heute nicht geplant, dass ich so etwas begegnen werde. Ich dachte vielleicht mal so ein kleines Leiterchen oder sowas, aber nicht. Wow, aber nicht so etwas. Also das hier bitte nicht nachmachen. So etwas. S5, S4, Trails, wenn ihr sowas auf der Karte seht, vergesst es. Puh. Krasse Aussicht. Und das haben wir alles hier. Das ist unglaublich. Da braucht man gar nicht in die Berge dafür zu fahren. Das haben wir alles hier. Aber nicht mit dem Fahrrad. No. Keine Mission mit dem Fahrrad.
So, ich bin jetzt unten angekommen, hier am Friedhof, passt ganz gut. Und ich habe mir eben auf dem Weg runter viele Gedanken gemacht und das ist ein gutes Beispiel zu zeigen, dass man es nicht übertreiben sollte mit den Tourenplanen, weil auf Komoot findet man vieles. Und hier hat man jetzt gesehen, was S4, S5 ist und es ist wirklich nicht fahrbar. Es ist keine Herausforderung, es macht einfach in dem Moment keinen Spaß mehr, weil es auch gefährlich ist. Also es geht man lieber mal zu Fuß entlang, wunderschön. Für mich war es jetzt auch schön, aber die paar Stellen da mit dem Bike waren schon gefährlich, auch wenn man zu zweit, zu dritt wäre, sowas geht nicht. Deswegen macht sowas nicht nach, das hat keinen Spaß gemacht. Die anderen Trails, die ich mit eingeplant habe, ich muss mal schauen, was da ist, ob das auch sowas ist oder ob das ein bisschen fahrbarer ist. Und auf jeden Fall geht es jetzt erstmal für mich hier runter, ein bisschen Luft holen. Der Puls ist ein bisschen hoch und dann geht es wieder hoch auf den nächsten Pfad. Das ist wohl jetzt einer der langen, steigen, steilen Anstiege und ich bin ziemlich platt gerade von der Hitze auch. Es ist hier im Wald zwar ein bisschen schattiger, aber trotzdem sehr schwül. Wir haben hier gerade 33 Grad. Ich bin viel am Trinken. Muss nachher wahrscheinlich trotzdem noch mal auffüllen. Ich habe hier 4-5 Liter mit dabei. Und, warte mal, nee, 3-4 Liter habe ich mit dabei. Und ja, eine komplette Trinkblase habe ich noch. Noch ein bisschen was in der schon angebrochenen und ja, mal gucken, wohin es gleich noch geht, aber meine Nerven verkraften nicht nochmal so ein Geklettere, das war zu heftig. Ich bin jetzt ganz oben angekommen und fahre jetzt den zweiten Pfad runter. Mal schauen, was uns da erwartet. Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner kleiner Trail, schön zu fahren, auch wenn ich hier sehr langsam fahren muss wegen Fußgängern und keine Leitern hier, zumindest bis jetzt. Für mich geht es jetzt hoch auf den letzten Hügel und ich habe jetzt schon 931 Höhenmeter geschafft von 1500. Das heißt, wenn ich hier gleich oben bin, habe ich wahrscheinlich dann 1100, 1200 und die restlichen habe ich dann auf dem Rückweg, aber ziemlich aufgeteilt auf 20, 25 Kilometer. Und Kilometer habe ich geschafft, das zieht sich jetzt natürlich hier letzten Meter. Seit der Anmoderation habe ich nur 4 Kilometer geschafft. Klar, bei diesen Wegen. Dann los geht's auf die letzte Abfahrt.
Okay, das sieht tricky aus, das lassen wir sein. Ja, war auf jeden Fall wieder ein Abenteuer. Für mich geht es jetzt aber noch über 30 Kilometer nach Hause. Das wird noch eine Herausforderung für mich. Die Hitze macht mich ganz schön fertig, es ist ultra schwül. So, liebe Zuschauer, ich bin zu Hause angekommen und beende jetzt meine Tour. Dann schauen wir uns die Daten an. So, ich zeige es euch einmal, aber ich muss es auch selber lesen können. Trainingszeit 7 Stunden 51 Minuten. Ich bin 68 Kilometer gefahren. Ich bin ein bisschen Umwege gefahren. Ich war auch noch mal kurz im Supermarkt gewesen, habe mir Wasser geholt. Ich habe 4 Liter Wasser dabei gehabt, habe ich leer gemacht und noch mal 1 Liter geholt und die sind noch nicht ganz leer, aber ganz schön viel Wasser verbraucht. Und durchschnittliche Geschwindigkeit 8,73 km/h, Höchstgeschwindigkeit 59 km/h, Höhe bergauf 1719 Meter, bergab 1748, 4825 Kilokalorien verbraucht. Ich weiß nicht, wie genau das ist. Ich habe heute auch keinen Pulsgurt angehabt und ich bin komplett durch. Also ich habe sehr oft geschoben, weil es so heiß war und in der Sonne auf diesen Frostwegen, ich bin fast gestorben. Ich dachte, ich kipp um und ja, da habe ich viel geschoben, habe auch oft angehalten, im Schatten Pause gemacht. Das war einfach viel zu heiß heute. Habe ich ziemlich unterschätzt, weil ich bin vor ein paar Sommern auch mal so bei 35, 38 Grad Fahrrad gefahren. Gibt es auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, da bin ich aber nicht so lange Touren gefahren. Ja, war auf jeden Fall eine Challenge. Habe ich auch geschafft bis nach Hause. War aber ganz schön übel und mein Schweiß brennt. Oh, shit. Ah, wollte Schweiß in die Augen bekommen. War auf jeden Fall eine ganz schön üble Tour. Der eine Trail, dieser Klettersteig, das war das, also sowas. Das hat auch keinen Spaß gemacht, wirklich nicht. Und die anderen beiden Trails, der zweite, ja, war nichts Besonderes, aber der dritte, der war schon ganz cool, auf jeden Fall. Aber ist halt ein Wanderweg, deswegen entsprechend langsam gefahren. Und ja, zum Trailscouten war interessant, so ein bisschen was erleben, aber richtig Fahrradfahren dann doch lieber auf offiziellen Mountainbike-Strecken. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da und wir kommen jetzt zu meiner Endcard. Hier oben links könnt ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Unten links habt ihr meine Trailmap und hier rechts schlage ich euch noch ein Video vor. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Bis zum nächsten Mal.